Eine Knocheninfektion hat Carlos und Eva Dula in Deutschland zusammengebracht. Der junge Angolaner hat 2 Jahre im Hauptsitz der NGO Friedensdorf International verbracht. Nun kehrt er nach Hause zurück. Neben kostenlosen medizinischen Behandlungen haben die beiden auch persönliche Erfahrungen gesammelt. Die Rückkehr zu seiner Familie hat Carlos lang herbeigesehnt. Ich habe mit diesem Jungen viel mitgemacht. Er kam nach Deutschland, blieb dort für 1 Jahr. Dort richteten sie den einen Fuß, dann den anderen Fuß, dann kam er zurück. Aber es ging noch weiter, also blieb er hier für 2 Jahre und ging dann wieder zurück nach Deutschland. Diesmal für 2 Jahre. Mit der Rückkehr von Carlos und 40 weiteren jungen Angolanern eröffnet sich für mindestens ebenso viele Kinder die Möglichkeit, die Reise in die andere Richtung, nach Deutschland, anzutreten. Die Patinnen und Paten, die Mütter, die Erziehungsberechtigten, sie sind diejenigen, die uns helfen, die Kinder in den entlegensten Winkeln unseres Landes, in den Dörfern, den Umbalas auszumachen. Sie werden dann ausgewählt und in den Provinzen gesundheitlich untersucht. Die Kapazitäten sind jedoch nicht ausreichend für alle, die eine Behandlung in Deutschland benötigen. Denjenigen, die in Angola bleiben, versprechen die NGO-Ärzte weiterhin zu helfen, wenn auch aus der Ferne. Das hier sind 42 Kinder, die das Screening bestanden haben und nun, wie vor ihnen bereits fast 2500 Kinder, im Friedensdorf International medizinisch versorgt werden. Die meisten von ihnen leiden an Osteomyelitis, einer Knochenmarkentzündung. Die Behandlung dieser bakteriellen Knocheninfektion ist eine der Prioritäten der deutschen nichtstaatlichen Organisation, die sich für eine kostenlose medizinische Behandlung von Kindern aus Krisenländern einsetzt. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Kinder wieder lachen können.